Hallo ihr Lieben bei YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme zum zweiten Teil, zweite Staffel, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich glaube, ich habe Staffel genannt bei YouTube. Von Lost in Trash einmal ein schlechtes Spiel spielen. Der Chris hatte mir ja schon einige Spiele rausgesucht gehabt, da habe ich jetzt nochmal ein bisschen geguckt. Letztes Mal hatten wir Taxi Driver gehabt und jetzt habe ich Commander Keen rausgesucht. 2023 steht hier, YouTube sagt 2020, man weiß es nicht. Hallo Cobra, grüß dich, Nabend. Und das habe ich mir mal rausgesucht. 9 Bewertungen, wir gucken uns gleich mal kurz die Bewertungen an. Wir gehen ja mal ganz kurz durch, ganz bums durch. So an sich sieht es ja schon mal gar nicht schlecht aus, ne? Kann man sagen. Eigentlich, eigentlich geht's voll. Ich bin gespannt. Na, mal schauen. Lass uns überraschen. 99 Cent kostet der Spaß. Sprache Deutsch nicht unterstützt. Ich denke mal, da ist es jetzt nicht so relevant. Ich kann schon so ein bisschen Englisch, aber ich bin jetzt der englischen Sprache nicht so gewandt. My English is not very good. My German is better. Ist hier noch irgendwas? 25. August 23. Ja, man könnte ja jetzt sagen Retro, aber es ist halt von 23 und darum habe ich es nicht als Retro betitelt. Zumindest nicht bei Twitch als Retro betitelt. Genau. Wir gucken uns aber mal die Bewertungen zu dem Spiel an. Ich lese die Deutsche vor, ne? Es gibt, glaube ich, eine deutsche Bewertung. Eine ist positiv, die anderen schlecht. Die einzige deutsche Bewertung ist, was ist das für ein unfertige... Herz. Wie kann man sowas veröffentlichen? Es fehlt ein Hauptmenü, man sieht manchmal nicht, was man ausgewählt hat. Also der blinkende Rahmen um das, was man ausgewählt hat. Und es gibt keine Beenden-Button. Dann läuft es alles sehr langsam ab. Man kann nur rennen, toll. Aber die Standardspielgeschwindigkeit ist die niedrige Schwerkraft. Wie wäre es erstmal ein fertiges Spiel zu machen und auch für PC anzupassen, bevor man es veröffentlicht? Ja, das klingt schon mal gut. Ich habe es wohl runtergeladen. Es hat 40 MB gehabt. Mal schauen. Ich starte es direkt einfach mal. Mal gucken, vielleicht startet es ja nicht mal. Vielleicht fliegt ja der PC in die Luft. Schlecht ist das ja schon mal nicht, würde ich sagen. Nice Guy, danke für dein Lurk. Aber wie startet man es? Exit-Button, ne? In der Beschreibung vom Spiel steht halt auch drin, ne, Controller-Unterstützung. Es wird geschrieben, wie man es über den Controller spielt, aber es wird nicht geschrieben, wie die Tastaturbelegung ist. Ja. Ich drücke einfach mal alle Knöpfe, die wir hier haben. Musik hat sich verändert. Auf N kann man den Soundtrack neu starten. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann nur mit der Pfeiltaste hoch und runter gehen oder links, rechts gehen. Schön ist, dass das Bild auch hin und her wackelt, wenn ich auf Delete gehe. Bleiben mal auf die Delete und versuchen mal alle Tasten durch. Oh. Oh, es hat sich was getan.
alt. Auf alt groß. Ja. Das könnt ihr euch gerne durchlesen. Auf alt groß ist die Bestätigungstaste. Okay. Man läuft auf Pfeiltasten und nicht auf WASD. Kann ich hier. Oh, was? Kann ich irgendwo schießen? Ach, da gibt es sogar ein Pausemenü. Wie komme ich denn wieder zurück aus dem Pausemenü? Man kann doch wohl auch irgendwo schießen, habe ich gesehen. Ah, auf alt. Ah, okay, alt und... Ja, das ist aber auch richtig beschissen, ne? Du kannst auf alt springen. Und auf alt groß springen, auf alt schießt du. Du kommst durch die Finger rein, wenn du läufst. Von mir aus müsst ihr wissen. Alter, das ist aber. Ist das eine Kartoffel? Das ist ein Potato. Warum fällt der nicht ins Loch? Töten mich gar nicht? Komm mal her, Karotte. Ach, die schieben mich nur weg? Lass mal sterben kurz. Okay. Wollte mal gucken, was passiert, wenn ich sterbe. Auch gar nicht, wo man hin muss. Wir gehen einfach mal nach links. Eigentlich kenne ich es von links nach rechts und nicht von rechts nach links, ne? Das ist irgendwie. Tötet der mich? Okay. Der tötet mich? Okay. Das ist. Ich will immer auf Enter springen, ne? Oh, ein Keks! Man weiß halt auch nicht, wo geht man lang? Oben oder unten, ne? Das ist ja hier alles irgendwie. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall nach oben. Achso, warte mal. Und im Springen kannst du nicht? Oh, doch. Oh, Alter, ernsthaft? Und was sind das für Symbole? Die geben einfach nur Punkte, ja? Okay. Nein! Hey Kenny, danke schön für deinen Lurk. Ich wünsche ein schönes Stream und ein erholsames Restwochenende. Kenny, danke schön. Hopp, hopp. Also das Springen, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich lasse diese Dinger da immer mal liegen gerade. Wie beschrieben wurde, die Schwerkraft ist halt ein bisschen komisch hier, ne? Alter. Ey. Hallo Kira, Nabend. Auf damit.
Oh, Kekse. Hopp. Das sind meine Kekse. Ein noch. Oha, wie er rennt. Okay, den nicht. Das war das erste Level. Okay. Okay, was sind das hier für... Okay, da komme ich nicht hin. Das sind einfach Bomben, die sich bewegen. Okay. Woher weiß ich, was ich schon geschafft habe und was nicht? Unkreativ, danke für deinen Lurk. Kira, wie geht's dir? Warum komme ich hier nicht... Habe ich vielleicht zu wenig Punkte eingesammelt? Habe ich irgendwas vergessen? Das Ding ist, man weiß halt auch nicht, wo ist das Ende unten, ne? Wann würde man unten fallen? Ach, ich kann auch nicht auf ihn drauf springen. Okay. Aber auf die... Okay. Auf die Fliege kannst du springen. Okay, gut. Ah, okay, man kann... Okay, alles klar. Was? Diese Dinger. Wieso bin ich denn? Oh. Oh, Brokkoli! Ach du heilige Makrele, jetzt ist es soweit. Florian hat jetzt auf das Land verloren. Naja, kommt ihr wohl. Das ist was Schlimmeres. War schön zu lesen, dass ich ihn jetzt erst verloren habe. Ich habe es mir irgendwie geiler vorgestellt bezüglich Jump'n'Run, ne? Das hier ist jetzt nicht so geil, Jump'n'Run. Oh nee, ey, dieser scheiß Brokkoli. Hier, Leute, hier ist ein Brokkoli. Hier, Leute, mein Lieber, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Oha, was will der? Der will ein paar Stiche, will der Brokkoli. Der ist auch ein bisschen angry, der Gute. Ey. Mir geht's gut. Und dir? Ja, doch. Passt, passt, passt. Hey. Alter, so ein Fettsack, ne? Ich glaube, der will den Grinder. Das kann natürlich sein. Und was habe ich von den Punkten? So. Jetzt mal ganz ehrlich gefragt. Nix. Es ist zu wild. Mein Lieber. Ich würde sagen, hör auf, wirklich. Hör auf. Diese Steuerung ist hervorragend. Und das ist keine Ausrede. Spiel doch erstmal selber, mein Lieber. Du steuerst mit...
mit den Pfeiltasten und springst mit Alt groß und schießt mit Alt. Und du kannst den im Sprung ganz schlecht steuern. Mach auch mal gut. Vor allem, wenn du irgendwo ankommst, der bleibt erstmal gar nicht stehen. Der, kann man den nicht einsammeln? Nee. Alter. Ist im Brokkoli umgeschossen. Ey, der springt manchmal auch einfach nicht. Ist einfach eine Blume geworden, der Brokkoli. So. Diese Schwerkraft ist halt einfach zum Kotzen, ne? Hehe. Hehe. Und fall wieder runter. Ach. Von wenig bis gar nicht. Wie viel Spaß macht das? Hm. Schon. Ist ja für die Wissenschaft hier, ne? 3,7. Skala 1 bis 69, 69. Schön, dass ich auch nicht sehe, wer da oben ist. Ach, ihn kann ich anscheinend nicht töten oder hat er drüber geschossen, habe ich gar nicht gesehen. Es macht mehr Spaß, Kira, als die anderen beiden Spiele letztes Mal. Ha, Junge, er fällt schon wieder komplett runter, ne?